Vielen Dank, dass ihr für dieses kontroverse Video eingeschaltet habt. In diesem Video wird es darum gehen, ob wir einen Gaming-Router für unser Setup brauchen oder ob das vielleicht einfach nur Abzocke der Hersteller ist. Für dieses Video habe ich jetzt keinen Gaming-Router. Das liegt zum einen daran, dass ich die für unnötig halte, zum anderen an den hohen Preisen. Warum ich euch trotzdem erklären kann, warum ihr keinen Gaming-Router braucht, seht ihr nach dem Intro. Erstmal grundsätzlich, für was würde ich denn theoretisch einen Gaming-Router benötigen? Es geht hier um Latenzen, also um Verzögerungen, die durch die Internetverbindung auftreten. Bei einem Online-Spiel will ich möglichst verzögerungsfrei spielen und da spielt die sogenannte Ping eben eine wichtige Rolle. Was ist die Ping? Das kann ich ganz einfach erklären. Ich habe jetzt mal den Ping-Plotter eingeblendet. Der läuft die ganze Zeit, während ich das Video aufnehme, einfach mit. Und was wir hier machen ist, wir schicken an drei verschiedene Adressen ein Paket, warten, bis es wieder zurückkommt und diese Zeit messen wir dann. Also von losschicken, bis es wieder zurückkommt, das ist die Ping. Und dann können wir auch sehen, dass es hier Werte gibt. Also wir schauen uns mal die Durchschnittswerte an. Bei Average finden wir die zum Beispiel von 15,5 bei der 111 oder bei 1,6 bei der 192.168.0.1 und bei der hinten 11 kommen wir auf Durchschnittswerte von 3,5 Millisekunden. Diese Verzögerungen spielen zum Beispiel bei Ego-Shootern eine wichtige Rolle. Wenn ich also einen Schuss abgebe und das Spiel dann nicht wahrnimmt, dass ich jemanden getroffen habe, kann das auch an einer schlechten Latenz liegen. Ich bekomme also eventuell auf meinem Monitor ein bisschen was anderes zu sehen, als was tatsächlich auf dem Server passiert. Deshalb grundsätzlich eine geringe Latenz ist durchaus wünschenswert bei Online-Spielen. Jetzt gibt es ja einige Gaming-Router, die genau das versprechen. Also die versprechen, kauft euch diesen Gaming-Router und sobald dieser in Betrieb genommen wird, dann habt ihr auch entsprechend geringere Latenzen. Wer Wert auf geringe Latenzen legt, der wird vermutlich mit dem Kabel am Router spielen. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, natürlich WLAN zu benutzen, das können wir uns aber separat dann nochmal anschauen. Das ist aber eigentlich keine schlechte Idee. Das ist weder eine gute Idee beim Gaming-Router, noch ist das bei einem normalen Router eine gute Idee. Außer irgendwie der Router steht vielleicht direkt nebendran oder so. Dann mag das funktionieren, aber WLAN hat halt viele Störeinflüsse zu verkraften. Das kann vom Nachbar-WLAN sein, das kann vom eigenen Repeater sein, das kann von den eigenen Geräten, die im Heimnetz sind, einfach beeinflusst werden und die Latenzen können absinken. Wobei absinken eigentlich der falsche Begriff in dem Zusammenhang ist, denn die Latenzen steigen, wenn sie schlechter werden, also die Reaktionszeit vergrößert sich. So, fangen wir mal mit meinem Setup an, das ich hier aufgebaut habe. Wir werden zwei verschiedene Setups testen. Man könnte noch viel mehr testen, aber ich belasse es jetzt einfach mal auf den zwei, da ich euch jetzt hier mit dem Video nicht langweilen möchte. Wenn ich Internet haben möchte, dann brauche ich ja erstmal einen Router, der das Signal meines Anbieters in ein Signal umsetzt, mit dem ich zu Hause was anfangen kann. In meinem Fall habe ich hier die Vodafone Station und das deutet sehr eindeutig darauf hin, dass ich einen Kabelanschluss habe. Das heißt, der Kabelanschluss muss erstmal in ein Protokoll gewandelt werden, mit dem ich zu Hause was anfangen kann. Dafür brauche ich ein Modem. Ich habe hier zwei Modems stehen, nämlich einmal die Vodafone Station und hier nebendran steht noch meine Fritzbox Cable. Auch die hat ein Modem integriert. Beide Router sind also in der Lage, das DOCSIS-Signal umzuwandeln und für mich zu Hause als Internet aufzubereiten. Die Gaming-Router haben genau dieses Modem nicht und das ist auch das Hauptproblem. Ich brauche immer ein Zweitgerät, damit ich den Gaming-Router überhaupt betreiben kann. Und was das bedeutet, können wir uns mal hier in dem Chart ansehen. Da gehen wir gleich mal auf den Ping-Plotter. Ich beschreibe euch mal, was hier die ganze Zeit so fröhlich durchläuft. Oben die IP 1111 oder 4x die 1, wie auch immer, die ist eine IP im Internet. Das heißt, ich schicke jetzt damit ein Paket Richtung Internet. Das läuft dann sowohl durch die Vodafone Station einmal durch, als auch durch die Fritzbox Cable und geht dann zu meinem Laptop, der gerade hier dieses Ping-Plotter-Dings aufnimmt. Und dieser ganze Weg hat dann halt eben diese Zeit von, was haben wir im Moment, 16,6 Millisekunden braucht er. Ich habe jetzt also die Vodafone Station als Modem benutzt, die Fritzbox als Router zwischengeschaltet und daran ist über Kabel dann mein PC angeschlossen. Wenn ich jetzt also einen Gaming-Router hätte, dann wäre das die Position der Fritzbox Cable. Die ist aktuell so konfiguriert, dass sie von der Vodafone Station das Signal bekommt und das Signal dann an meinen Laptop weitergibt. Und genauso müsste ich im Zweifel halt auch einen Gaming-Router konfigurieren. Der würde zwischen Modem und dem Endgerät stehen. Und die Auswirkungen sehen wir jetzt hier beim Ping-Plotter.
Gut, die Latenz insgesamt ist relativ gering. Ich glaube, mit 16 Millisekunden, da ist Zocken schon ganz okay. Aber wenn wir uns mal die 192.168.0.1 anschauen, die schimpft sich hier auch auf Fritzbox. Das ist also die Verbindung zwischen Fritzbox und Laptop. Und die hat einen Mittelwert von 1,4 Millisekunden. Oder jetzt 1,3. Es schwankt so ein bisschen dazwischen hin und her. Sagen wir also grob eine Millisekunde. Auch noch ein sehr guter Wert. Dann gehen wir aber mal zur Vodafone Station. Die hat jetzt die IP11 hinten, heißt ja auch Cablebox oder Kabelbox.local. Und die hat jetzt schon 3,5 Millisekunden. Die ist schon deutlich höher als das, was hier die Fritzbox abliefert. Was bedeutet das jetzt? Also ich schicke von meinem Laptop an die Fritzbox, an die Vodafone Station ein Ping. Die Vodafone Station antwortet, geht wieder über die Fritzbox, geht wieder in meinen Laptop. Alles über Kabel natürlich. Und dieser Weg dauert jetzt 3,4 Millisekunden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Paket ins Internet schicke, also auf die 1111, ist ein Teil davon immer die Wegstrecke, die halt zur Fritzbox Cable und zur Vodafone Station zurückgelegt werden muss. Wir können uns jetzt einmal kurz die Werte einfach merken. Also wir sind bei der 1.1 auf einem Durchschnittswert von 15,6 Grad gelandet und die anderen Werte sind eigentlich irrelevant. Uns interessiert eigentlich immer nur die Latenz ins Internet. Das schauen wir uns an. Was jetzt dieser Pingplotter im Grunde aussagt, ist, dass wir zwischen der Fritzbox und der Vodafone Station einen Verlust haben. Also die Differenz der Mittelwerte sind ungefähr 2 Millisekunden. Das heißt, durch den zusätzlich angeschlossenen Router verlieren wir bei der Latenz schon mal 2 Millisekunden. Und das würde ich jetzt mit euch einmal quasi nochmal austesten. Ich gehe mal hier hin und hier ist die Fritzbox angeschlossen über das schwarze Kabel. Das schließe ich mal komplett ab. Und jetzt gehe ich mal schließe ich nicht komplett ab. Ich schließe das jetzt in die Vodafone Station an. Jetzt brechen hier natürlich alle Pings ab, das ist auch klar. Mal hier rein mit dem Stecker wieder. Und jetzt würde ich die ganzen Ergebnisse hier mal zurücksetzen, sonst verfälscht uns das den Mittelwert. All Targets. Wir können die alle mal zurücksetzen, aber die Fritzbox ist ja jetzt nicht mehr zwischengeschaltet. Das heißt, die Fritzbox wird jetzt gar nicht mehr erreichen und die können wir jetzt natürlich rausschmeißen. So, damit das aussagekräftig wird, muss ich das natürlich eine ganze Zeit laufen lassen. Was habe ich jetzt aber gemacht? Ich habe jetzt die Fritzbox-Cable einfach rausgelassen aus dieser ganzen Konstruktion, sodass der Laptop jetzt direkt mit der Vodafone Station über ein Kabel kommunizieren kann. Man sieht halt schon als erstes Ergebnis, dass die Verbindung zur Fritzbox Cable deutlich schneller geworden ist. Also diese 2 Millisekunden, die wir vorhin ungefähr rausgerechnet hatten, die verliert er jetzt nicht mehr. Er hat jetzt nicht mehr die Fritzbox zwischendrin. Und man kann auch schon jetzt so ein bisschen erahnen, dass auch dieser Wert quasi das war, was die 111 so ein bisschen ausgebremst hat. Auch da haben wir jetzt eine geringere Latenz. Das heißt, wir haben jetzt zwei Setups getestet. Einmal mit so einem Pseudo-Gaming-Router zwischendrin mit der Fritzbox Cable. Und wir haben die Vodafone Station jetzt direkt angeschlossen. Ich könnte jetzt noch alles Mögliche testen. Ich könnte jetzt auch die Fritzbox wieder aktivieren und auch dann das Gleiche wieder testen. Aber die Aussagekraft meines Videos würde sich dadurch jetzt nicht ändern. Deshalb lasse ich das jetzt einfach sein. Ich freue mich natürlich über die tollen Kommentare, die kommen von den ganzen Gaming-Router-Besitzern. Grundsätzlich wollte ich einfach zeigen, wenn ihr eine weitere Box oder einen weiteren Router zwischen euren Hauptrouter schaltet, habt ihr Verluste, nämlich 2 Millisekunden ungefähr jetzt in meinem Setup. Die können je nach Routermodell vielleicht auch noch ein bisschen variieren. Aber fürs Heimnetz ist 2 Millisekunden Verlust eine ganze Menge. Ihr müsst ja mal rechnen, ihr geht jetzt kilometerweit nach draußen ins Internet. Da müssen ja wirklich viele Kabelstränge durchlaufen werden, bis man mal auf einen Server kommt, der auf diese 111 antwortet. Und das dauert schon jetzt insgesamt nur 14 Millisekunden. Oder halt vorhin 16. Und wenn 2 Sekunden schon die Verlustleistung im Heimnetz sind, da könnt ihr euch ungefähr denken, wie effektiv das Ganze ist. Es gibt jetzt bestimmt auch noch das Argument, dass das WLAN dieser Gaming-Router eine Rolle spielt und wenn man vielleicht über WLAN spielen will, dann macht es mehr Sinn, sowas zu benutzen. Und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, das Argument, denn es gibt im WLAN einfach Standards und sowohl die Fritzbox als auch die Gaming-Router benutzen die. Es gibt ja von den großen Herstellern wie Netgear oder Asus halt diese Gaming-Router und umgekehrt müsste ich mich jetzt fragen, die sind also schneller als die normalen Modelle, die jetzt verkaufen. Die haben also eine bessere Latenz.
Das heißt, die lassen ja bei ihren normalen Modellen irgendeine Technik weg oder machen da irgendwas anders, was dann das WLAN irgendwie langsamer bzw. schneller macht. Die Vorstellung ist schon hanebüchend, also das wird nicht passieren. Die haben nicht irgendeine Geheimtechnik in der Hinterhand, die sie nur in die Gaming-Router einbauen und bei den anderen Routern einfach weglassen. Um eine gute Funkstrecke per WLAN hinzukriegen, da muss man einfach viel ausprobieren. Da muss man schauen, ist das 2,4 GHz oder 5 GHz Band besser geeignet? Soll ich einen Repeater zwischen reinschalten oder benutze ich vielleicht Powerline? Da muss man einfach experimentierfreudig sein und auch zum Beispiel an den Kanaleinstellungen ein bisschen was ändern. Ganz empfehlenswert ist natürlich, immer auf die neueste Technik zu setzen. Bei meiner Fritzbox Cable zum Beispiel ist WLAN 6 integriert und bei meinem Laptop ebenfalls. Da habe ich eine WLAN 6 Karte drin und wenn ich diese beiden Sachen zusammenwerfe, da kann ich auch im WLAN eine gute Latenz bekommen. Da brauche ich aber keinen extra überteuerten Gaming Router. Ihr müsst ja mal so rechnen, ihr zahlt 200 bis 300 Euro für den Gaming Router und habt auf jeden Fall diese 2 Millisekunden Latenz oder vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, aber ihr habt irgendeine Verzögerung drin, allein schon aus dem Fakt heraus, dass der kein Modem für DSL oder Cable mitbringt. Das Optimalste ist natürlich immer, direkt ein Kabel für den Router zu benutzen und nicht über WLAN zu gehen. Ich denke, das dürfte auch klar sein. Das Ganze pendelt sich jetzt hier so ein bisschen ein. Der Verlust ist jetzt doch nicht ganz so groß, wie am Anfang vermutet. Was aber auffällt, und das finde ich schon fast bedenklich, dass wir einen Durchschnittswert zu der Vodafone Station von 2 Millisekunden haben. Das heißt, die ist vielleicht sogar hier das Bottleneck. Aber auch in dem Fall könnt ihr mit dem Gaming-Router gleich gar nichts bewirken, denn der hat ja kein Modem drin. Ihr müsst also die Vodafone Station in euer Setup integrieren. Vielleicht auch noch mit Bridge-Mode, okay, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Ich werde jetzt mal Folgendes machen, weil es jetzt doch hier auf 2 Millisekunden rausläuft. Ich aktiviere jetzt die Fritzbox im Kabelnetz, starte die einmal durch und dann sehen wir uns wieder und wir schauen mal, wie da die Latenzen aussehen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber da ich jetzt gerade sehe, dass die Werte so schlecht sind bei der Vodafone Station, würde ich es direkt nochmal mit der Fritzbox versuchen. So, ich habe meine Kabelbox jetzt registriert wieder bei Vodafone, also angemeldet und bin jetzt direkt verbunden. Das könnt ihr auch direkt sehen, dass die Vodafone Station hier rot leuchtet. Das heißt, die hat keine Verbindung mehr. Und dafür hat jetzt meine Fritzbox Cable die Verbindung. Ja, ich bin wieder mit Kabel direkt zur Fritzbox verbunden und auf dem Pinkplotter könnt ihr jetzt erkennen, dass die Verbindung zur Fritzbox hier einen Durchschnitt von 1,3 Millisekunden hat. Vorhin waren wir bei ungefähr 2 mit der Vodafone Station. Das heißt, wir haben hier jetzt nochmal richtig was gewonnen. Nur durch Tausch jetzt hier der Geräte, ohne dass da was zwischendrin gehangen hat. Und auch wenn wir mal bei der 111 schauen, wo da die Werte liegen, das haben wir auch nochmal deutlich verbessert. Und zwar im Mittelwert so bei 11,3. Das ist doch eine deutliche Verbesserung zu beiden Werten, die wir vorhin gesehen haben. Im Umkehrschluss heißt das, die Fritzbox hat das Ganze jetzt nochmal optimiert, obwohl im Grunde die Grundkonstruktion, also Modem plus Router, das gleiche ist wie bei der Vodafone Station. Trotzdem ist hier die Fritzbox nochmal deutlich schneller. Für euch zu Hause heißt das, keinen Gaming-Router kaufen. Ein Gaming-Router ist immer darauf angewiesen, auf einen zweiten Router, der dann DSL oder DOCSIS halt nochmal weitergibt an den Gaming-Router. Und hier passieren eigentlich die schlimmen Sachen, nämlich dass die Latenz weiter nach oben wandert. Bei WLAN gibt es halt Standards, also da kann jetzt ein Gaming-Router-Hersteller auch nicht viel mehr machen, als was er bei seinen normalen Routern macht. Und das, was man da gewinnen kann, wird maximal noch in dem Bereich liegen, was ihr als Verlustleistung dann wieder habt, wenn ihr einen anderen Router dazwischen schalten müsst. Wenn ihr also wirklich im WLAN zocken wollt, dann würde ich euch ein Upgrade auf WLAN 6, sowohl am Router als auch am Endgerät, empfehlen. Benutzt einen Router, der direkt ein Modem integriert hat und ja, macht keinen Quatsch mit irgendwelchen überteuerten Gaming-Routern. Am besten halt mit Kabel einfach zocken. Jetzt freue ich mich über die vielen Hasskommentare, die bald kommen werden, die mir sagen, dass ich doch keine Ahnung hätte. Vielleicht habe ich auch irgendwas Wichtiges übersehen, aber beim Gaming ist nun mal die Latenz das Entscheidende und da werde ich keinen positiven Einfluss drauf nehmen können, wenn ich noch einen zweiten Router mitbetreiben muss. Von den Stromkosten mal ganz abgesehen, immerhin muss ich ja dann zwei Geräte betreiben. So, wir wagen jetzt aber zum Ende doch nochmal einen Blick auf den Pink Plotter, wo wir da gelandet sind. Also wir sehen im Durchschnitt 1,1, 1,2, 1,3 haben wir jetzt. Zur Fritzbox hin, das sind deutlich bessere Werte als die 2,0.
direkt an der Vodafone Station und der Mittelwert klar für die 111, der ist auch nochmal deutlich nach unten gegangen. Also wenn ich meine Latenz verbessern will, dann einfach eine Fritzbox nehmen. Ist in Deutschland leider alternativlos, da gibt es keine Konkurrenz zu, die einigermaßen ernst zu nehmen wäre. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Outro und ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, wenn ihr mich abonnieren möchtet.